Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Tipps und Tricks Folge zu GTA Online. Wir sind noch in North Yankton und haben in der letzten Folge ja verraten, dass man in die Bank kann. Und der Curry hat sich jetzt in der Zeit einen Helikopter besorgt, einen Maverick und natürlich ist auch der PZ dabei. Hallo Jungs. Hallöchen. Warte mal ganz kurz, Curry. Ja. Ich wollte mal ganz kurz den wunderschönen Sonnenuntergang zeigen. Aha. Den wunderschönen Sonnenuntergang. Ja, hier. Du Gauner, du. Ich kann dich schießen, ich wollte ihn eigentlich... Ja, ich bin der Sonnenuntergang, ich weiß. Oh, können wir jetzt eigentlich auch schon... Müssen wir rausspringen? Nö, eigentlich sollte das jetzt hier funktionieren. Ich mach das einfach mal. Ach, sind wir schon auf dem Dach? Ja, ich starte jetzt auch mal die Mission. Hä, wir sind schon auf dem Dach der Bank? Ja. Ach so, ich dachte wir... Hier ist das so, Martin. Oh. Alter! Entschuldigung. So, warte, ich nehme jetzt eine Mission an, zack. Genau. Man muss in der Lobby sein, ne? Genau, in der Lobby bin ich jetzt und dann drücke ich jetzt wieder B, breche das wieder ab. So, Leute, wir zeigen euch jetzt, wie ihr in die Bank kommt. Also, ihr landet auf dem Dach mit dem Helikopter und dann brecht ihr... Funktioniert. Bist du sicher, dass du diesen Job verlassen willst? Ja. Ja. Ich bin drin. Hi, hier. Geil. Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Ah, wir sind in der Bank. Geil. Ach, hallo. Kacke, ich bin im Safe, Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich komm nicht raus. Moment, der Curry ist im Safe. Kann man denn hier? Ich komm mal zu dir. Ich komm hier nicht doch, raus. Da kannst du auch gleich hin, aber gucken wir erstmal hier im Safe. Ob so, wir sind hier in der Bank, in GTA Online, muss man sagen. Ist nicht ja. Der. Oh, der ist Curry. Du, ne? Alter, ja, vielleicht können wir das irgendwie wegsprengen, warte mal. Ich komm hier nicht raus, ich glaube, das geht nicht. Ja, Curry, ne? Ja. Kleine Sünden. Mann, ey. Ja, egal. Ist auf jeden Fall super. Ja, Curry super wird bei den nächsten Aufnahmen übrigens nicht mehr dabei sein. Der Curry ist jetzt für immer in den Safe eingesperrt. Ich kann das Geld hier mitnehmen. Also ich erkläre euch ganz kurz, wie das funktioniert. Ihr geht, ihr fliegt nach North Yankton. Nach North Yankton mit dem Helikopter. Ja, habe ich ja in der letzten Folge erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und ihr landet dann auf dem Haus der Bank mit dem Helikopter. Dann nehmt ihr eine Mission an aus eurem Handy hier, einfach Jobliste. Und brecht dann, nachdem ihr in der Lobby wart, wie ich es gerade gemacht habe, die Mission wiederum ab. Dann müsstet ihr eigentlich nicht im Safe, sondern in der Bank landen. Und die sieht hier so aus. Das ist die aus der Einzelspielerkampagne vom Prolog. Ja, und kommt darauf komm mal hinter mir her. Du kannst auch hinten noch rein. Da steht, glaube ich, sogar ein Tannenbaum oder ein Weihnachtsbaum. Vor allen Dingen kommt es, glaube ich, darauf an, wo man steht, wenn man, also wo man auf dem Dach steht, wenn man eine Mission startet. Ja. Scheint ja zumindest so. Also der Curry ist jetzt für immer im Safe. Man sieht unten auf dem Radar nur die ganze Zeit, wie er hin und her rennt. Geil. Der Curry, ey, hat er sich eingesperrt im Safe. Zack, das geht auch. So, hier kann man durch. Okay. Du kannst auch, glaube ich, Wasserflasche, diesen Wasserspender schießen. Guck mal hier, in der Ecke. Ja, genau, da kannst du auch gegenschießen. Nee, da oben, gegen das Wasser. Hab ich doch. Kommt da, achso. Kommt da was raus bei dir? Also ja. Bei mir nicht. Doch, bei mir sprudelt das Ding voll. Ah, okay. Ja, guck mal, hier haben wir sogar einen Weihnachtsbaum. So, ja, heute ist ja der erste Weihnachtstag. Ach, guck mal, ist das schön, Leute. Das passt doch wunderbar. Dann machen wir einen ganz schönen Screenshot hier. Kann der PZ sich ja mal daneben stellen oder auch nicht. Am besten mal hocken. Du stehst im Bild. Der Curry macht dann auch mit. Der Curry winkt gerade aus dem Safe. Ich stell mich jetzt einfach hier hin und... So, ja, du kannst ja nochmal... Ah, nee, du kommst ja gar nicht mehr raus. Haben wir ein wunderschönes Bildchen. Okay. So, dann gucken wir uns mal weiter hier oben. Also das hier ist auf jeden Fall... Warte mal, ich will mal wissen, was passiert, wenn ich mich umbringe. Stimmt, das ist mal eine gute Idee. Achso, ich wollte noch ganz kurz den Raum da hinten zeigen. Oh, ich bin gestorben. Jetzt probier das halt nochmal aus. Ja. Ja, das Geile ist, der Heli steht jetzt auf dem Dach. Ah, okay, das ist super. Ja, so, und ich natürlich nicht. Hier kann man jetzt in den Raum. Hallo. Gibt es aber nichts Besonderes? Doch, hier. Guck mal, hier. Das ist mein Spind übrigens. Das ist Tobi. Okay, weiter. oh Mann. Oh, Störung. Läuft gerade Sat.1. Störung. Oh, jetzt hast du es kaputt gemacht. Okay. Sorry. Den Raum waren wir schon. Da kann man nicht lang. Das sieht man hier unten auf der Karte. So, dann gehen wir mal hier durch. Hier steht übrigens, dass du keine Waffen benutzen darfst. Naja, okay. Aha. Entschuldigung. Der Preset ist die ganze Zeit im sicheren Modus. Hier steht ein Heli. Wieso steht hier ein Heli? Ja, dann warum? Hau rein, nicht? Komm. Da steht ein Auto. Hä? Hier steht ein Heli und... Was ist das denn bitte? Wieso das... Hä? Das Auto steht unter dem Heli und der Heli steht auf der Straße. Ja, kommen Sie dazu, Curry. Ja, ich bin auf dem Weg. Warte. So, hier gibt's noch... Ah, da kannst du aber nicht rein hier in den Raum.
Das ist schön, den Heli übrigens gerade. Wie cool. Überwachungsraum, glaube ich. Es stehen hier zwei Helis. Ja, dann, ne? Kann man eigentlich jetzt hier wieder raus? Nee, ne? Ich glaube, man kommt da nicht mehr raus, ne? Oh, ich höre aber Geräusche. Der Heli nähert sich uns. Der Curry kommt. Ich glaube, der kommt gleich mit Heli hier rein. Warte, jetzt will ich mal hoffen, dass das funktioniert. Zack. Was machst du denn da oben, Alter? Die ist gerade voll. Ja, der Heli schlägt sich mit dem anderen Heli. Transformers. So. Oh, jetzt ist es wieder ruhig. Da ist der! Da ist er ja! Curry! Hey. Ja, erstmal. Entschuldigung! Natürlich! Wenn du mich jetzt nochmal umbringst, dann ist vorbei. Curry, das ist vorbei. Ja, ist wirklich vorbei, da komme ich nicht mehr aufs Dach. Oh nein. Ja, so, Bobcat. Was haben wir denn hier Schönes? Kenn ich aus GTA San Andreas noch. Ach, guck mal. Lass doch nochmal bitte ein Bild machen. Dann zu dritt. Lass mal hier zu dritt hinstellen. Schau, dass man sich nicht so hinhocken kann, ne? Ja. Ja, das stimmt. So, dann machen wir noch ein schönes Bildchen und dann war's das für die Tipps und Tricks-Folge von heute. Habt ihr auf jeden Fall gesehen, in die Bank kann man. So, machen wir einen Screenshot. Alle bitte Cheese sagen. Cheese. Ja, der PZ hat mich gerade weggeschubst. Sorry. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Der glitscht ja so ein bisschen rum. Du musst mal dieses Passiv-Symbol wegmachen, das... Ja, nur damit ich wieder getötet werde. Nein. Nein. Glitsch mal ein Stück. Nicht. Moment. Ja, Moment. Pause. Nein. Das war klar. $65. Warte mal. Entschuldigung, Curry. Aua. Ich wollte noch $20 hier rauskratzen. Ja, ich schlag nochmal drauf. $20. 15. Was? Aua. Ey, ach, guck mal, ein Auto. Willst du mich verarschen? Was ist denn das für ein Auto? Ja, das war die nächste Tipps und Tricks-Folge mit dem Currywurst und dem PZ. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest noch. Und da hinten fährt ein Auto. Ja, das bin ich. Achso. Ach, das rote Auto, ne? Naja. Okay. Hey, das rote Auto ist doch meins. Alter, das ist mein Fahrzeug. Ja, deswegen ist das bestimmt hier gespawnt, weil wir eine Mission gestartet sind und dann spawnen ja immer die Fahrzeuge bei einem direkt. Ah, geil. Oh, aber ich verstehe nicht, warum dein Heli drauf stand. Ach, Patrick, ernsthaft? Was denn? Geht das jetzt wieder los, oder was? Das ist umgewandelt in ein Schneemobil. Er hat noch gehupt, habt ihr gehört? Oh, $65. Ich bin eingeschlafen. Warte, ich verprügel die Leiche eben noch. Ah ne, ich fahr einfach drüber. Ist einfacher. Diese Leichenschänder haben wir unglaublich. Ja, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Das hier ist der erste Weihnachtstag und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag gehabt. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so geschenkt bekommen habt an Weihnachten. Würde mich mal interessieren, oder? Was meint ihr denn? Ja, auf jeden Fall. Curry, was hast du denn bekommen? Ich hab, wie bist du denn da rausgekommen? Ich hab Pommes bekommen. Ich bin tot gewesen. Ich hab mich getötet. Okay, Curry, warte, zum Abschluss machen wir noch ein Faustduell. Warte. Oh, ich Faust, ohne Waffen. Moment, okay, komm, mach nur ein Team Deathmatch. Okay, Curry, warte, ein bisschen Abstand, wenn ich los sag. Auf den PZ. Wenn ich los... Eigentlich ja, super. Ja, super. Oh, $65. Faustduell. Oh. Warte, Curry. Okay, ist gut. Uiuiui. Warte. Ach, scheiße. Wenn es einfach keine Ehre mehr gibt. Das okay, ich muss ganz kurz meine Energie aufladen. Und dann gibt's das Okay, das Faustduell beginnt in 3, 2, 1, los. Aua. Wir haben uns gleichzeitig geschlagen. Na gut, Leute, das war noch ein kleines Faustduell zum Abschluss der Tipps und Tricks-Folge. Der Curry, der tritt auf die Leiche drauf, wie sonst kein anderer. In diesem Sinne noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.